Die derzeitige Wetterlage lässt die Lawinengefahr immer mehr steigern. Ab einer Höhe von 2000 Metern in Vorarlberg gilt eine Lawinengefahrstufe von 4 und das ist nicht unbedenklich. Deshalb sind vor allem in Vorarlberg etliche Straßen gesperrt, denn in den letzten Tagen hat es sehr viel geschneit. Danach hat es viel geregnet und dieses Mischverhältnis ist brandgefährlich. Dadurch können Nassschneelawinen abgehen auf die Straßen. Deshalb sind hier etliche Straßen gesperrt. Man sollte sich unbedingt informieren, bevor man in ein Auto steigt. Die Dauer der Sperre ist noch offen. Das ist noch unklar, wann hier die Straßen freigegeben werden können. Aber in Vorarlberg, das ist nicht das einzige Bundesland, auch in Tirol und in Teilen Salzburgs und Steiermark in Richtung Osten sind einige Straßen wegen Schneeglätte gesperrt. Das heißt, das Wetter macht dem Verkehr einen ordentlichen Strich durch die Rechnung, kann man sagen. Heute erleben wir noch Schnee und Regen im Osten, ausgehend vom Salzkammergut. Und je länger der Tag dauert, so kann man sagen, desto mehr kommt die Sonne hervor, das auf jeden Fall. Teilweise ist es am Nachmittag dann noch bewölkt, aber immerhin trocken. Einzig und allein im Mühlviertel und in Vorarlberg kann es dann auch am Nachmittag noch regnen. Die Temperaturen, die sind äußerst mild, 8 bis 14 Grad. Das ist sehr angenehm. Ganz so warm wird es morgen bei den Heiligen Drei Königen nicht sein. Da wird es maximal 10 Grad im Großteil Österreichs haben. Aber dafür erleben wir auch wieder Sonne, sehr viel Sonne mit nur vereinzelten Wolken. Im Osten und Süden kann es aber weiterhin schneien und ein bisschen Regen. Und im Südosten Österreichs, also in dieser Region auch dann besonders warm werden, fast schon bis zu 14 Grad, allerdings wirklich im äußersten Süden und im äußersten Osten. Ja, und im Sonntag schlägt sich dann Nebel nieder, vor allem in den Niederungen erleben wir Nebel und in Niederösterreich auch leichten Regen bis zu 12 Grad am Sonntag. Und wenn man sich den Verlauf der weiteren Woche ansieht, es bleibt ungefähr bei dieser Temperatur so um die 10 Grad mit ein paar Grad auf, ein paar Grad ab. Also eigentlich recht angenehme Temperaturen für diese Jahreszeit. Denn vor einem Jahr, da war es ja ziemlich kalt mit bis zu minus 22, 23 Grad, was ich mich erinnern kann. Also da hat sich einiges getan und da kann man sich eigentlich freuen und den dicken Wintermantel bereits jetzt zurücklegen.